Hi Leute, ich bin's Albert von bulldozer.de und wir haben hier das Fujitsu Stylistic R726. Das ist ein 12 Zoll Tablet vom japanischen Hersteller. Und was hier ganz interessant dran ist, ist, dass man als einer der wenigen Hersteller auch noch auf die Intel Core i-Plattform setzt und nicht mehr auf die Core M-Prozessoren. Deswegen haben wir hier einen Intel Core i5-Prozessor wie beim Microsoft Surface Pro. Und gibt natürlich auch Varianten mit Core i7 und Core i5 ist hier drin, 8 GB Arbeitsspeicher und soweit ich weiß 256 GB SSD. Auch wie beim Surface gibt es natürlich auch hier an der Rückseite einen Kickstand. Sieht ein bisschen aus wie beim HP Spectre, beziehungsweise beim HP Elite X2. Und hier unter dem Kickstand, da verstecken sich zwei Ports. Und zwar haben wir einen Micro-SD-Karten-Slot und einen Slot für LTE. Und ansonsten, was haben wir hier für Anschlüsse? Wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenstecker, eine aktive Leuchte, die eigentlich die ganze Zeit eingeschaltet ist, keine Ahnung wieso. Ist aber auch ein Prototyp, muss ich sagen, also nicht ganz fertiggestellte Hardware. Dann hier einen Mini-Displayport, USB 3.0 und dann noch ein, nee, das ist der Ladeport. Verzeihung, hier haben wir den Ladeport und hier ist der 3,5 mm Klinkenstecker. Wie kann ich das übersehen? Jedenfalls, das sind die Ports auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir nichts mehr, bis auf eben hier den On-Off-Button und die Lautstärke-Wippen. Die fühlen sich jetzt auch nicht sehr hochwertig an, muss ich sagen, aber ist ein Prototyp, das heißt, das kann ja noch werden. An der Unterseite haben wir hier dann den magnetischen Anschluss für die Tastatur. Die haben wir hier. Die ist jetzt auch aktuell noch dysfunktional, das heißt, eigentlich nur zu Vorschauzwecken. Der Magnet, der soll ja noch erheblich stärker werden. Und der geht ja jetzt auch noch ziemlich schwer rein. Und der wird dann hier über das Tablet geklappt, aber ihr müsst dem noch ein bisschen Zeit geben, das ist absolut noch nicht fertig und wirklich noch ein Prototyp, ein frühes Ergebnis der Entwicklung und so sieht das aus. Also ihr könnt euch schon mal vorstellen, wie das beim Hersteller so ist. Interessanterweise haben wir auch hier bei der Variante, das ist auch möglicherweise für euch interessant, Core i5 Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher, überhaupt nicht repräsentativ, soll aber nur etwas sein, das dann auch flüssige Bilder darstellen kann. Wenn es dann fertig ist, wird es dann 8 GB Arbeitsspeicher haben, aber das ist eben nur eine Pre-Production-Unit und soll auch wirklich nichts widerspiegeln, was dann tatsächlich auf den Markt kommt. Preislich wird es sich beim Microsoft Surface Pro 4 orientieren, also ich vermute hier einen Preis von ab 900 Euro. Tastatur und Stift, es wird einen Wacom-Stylus geben, sind separat erhältlich und die Preise dafür stehen ebenfalls noch nicht fest. Jedenfalls wird es sich etwa um die Preise vom Microsoft Surface Pro 4 handeln. Also aufwärts von 900 Euro wird es gehen, darunter vermutlich auch nicht mehr. Vorrangig ist es gedacht für Businesskunden, kann man sich auch denken, Fujitsu ist auch schon lange nicht mehr im Mediamarkt oder Saturn zu finden und ja, das gibt es eigentlich schon sonst nichts mehr zu sagen, wird glaube ich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, ich glaube im April nächsten Jahres, Q1 nächsten Jahres wird das auf dem Markt sein und falls es euch interessiert, könnt ihr das auch dann genauer begutachten, das ist ja nur ein Pre-Production-Unit, also müsst ihr die ja noch etwas mangelhafte Verarbeitung verzeihen. So, das war's auch schon von mir und vom Fujitsu Stylistic R726. Das war's auch schon von mir und vom Fujitsu Stylistic R726. Den Namen müssen Sie vielleicht noch ändern, damit ich mir auch den merken kann. Aber naja, das war's von mir. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.